Hallo, guten Tag, ich grüße euch. Ja, heute mal ein Sonntagsspecial und zwar über Oliver Brendel. Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Ich bin aber auch schon sehr lange öffentlich-rechtlich und TV-mäßig abstinent. Daher kann es gut sein, dass ich ihn einfach verpasst habe. Wer ist Oliver Brendel? Er war erfolgreicher Fernsehmanager und Iron Man, bis ein Schicksalsschlag ihn so richtig rechts und links erwischt hat. Lähmung, und zwar komplette Lähmung, durch das GBS-Syndrom. Das ist eine Nervenkrankheit, wo die Nervenhüllen, die Schutzhüllen der Nerven angegriffen werden, die Nerven blank liegen und sich entzünden und einfach nicht mehr funktionieren. Es fing an mit der Lähmung von Händen und Füßen. An dem Tag, an dem das anfing, hatte er einfach nur ein furchtbares Kribbeln in den Händen und in den Füßen, sowie eingeschlafener Fuß. Und es wurde schlagartig immer mehr und immer mehr, bis er nicht mal mehr seinen kleinen Sohn hochheben konnte. Er landete im Krankenhaus auf der Intensivstation und es sah überhaupt nicht gut aus für ihn. Er hat diese Krankheit aber durchgestanden. Es wurde von Tag zu Tag mehr. Es gibt darüber es wurde immer besser, ein Video. Ich glaube, es lief auf ProSieben. Ich werde euch das Video hier unten unter diesem Video verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich habe mir das heute Morgen angesehen. Und ja, ich gebe es zu, ich habe Rotz und Wasser geheult zum Schluss. Weil er hat es tatsächlich geschafft, aus dieser wahnsinnigen Krankheit heraus wieder bei einem Ironman mitzumachen. Und das war das zweite Mal. Und er hat seine Bestzeit mit einer Stunde verbessert gegenüber seinem ersten Lauf. Ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Anstrengung, eine wahnsinnige Willenskraft. Wow, einfach bewundernswert. Er betreibt mittlerweile einen YouTube-Kanal, der Medienfuzzi. Dort beschreibt er sich selber als 30 Jahre lang war Oliver Brendel ein gefeierter Medienstar, aber jetzt ist die Karriere so im Arsch, dass er Schabernack auf YouTube treiben muss. Der Schuft verrät alle Geheimnisse, die man beim Fernsehen eigentlich für sich behält. Bringt euch alle schmutzigen Tricks bei, um im Haifischbecken Medien rasche Erfolge feiern zu können und hilft euch bei totaler Ahnungslosigkeit in ein sicheres Auftreten zu wahren. Unbedingt abonnieren den guten Jungen, denn dieser Kanal wird erfolgreicher als der Twitter-Account von Donald Trump und Sat.1 Gold zusammen. Schon allein aus Mitleid, denn seine dritte Scheidung läuft, selbst seine Kinder finden ihn peinlich. Und der letzte Lohncheck ist geplatzt. Gut, ich habe den Oliver um ein Gespräch, ein Interview gebeten. Er hat nicht wirklich abgesagt, aber mich erstmal so weit verwiesen und gesagt, okay, wir können einen Deal machen. Du kannst meine Videos von YouTube, Medienfuzzi, bei dir auf dem Kanal hochladen, wenn du möchtest. Ich zeige euch hier mal kurz die Mail dazu, damit das auch alles rechtens ist. Von Oliver Brendel at AOL.com. Du kannst alles von unserem Content nehmen und auf deinem Kanal zeigen, wenn du uns verlinkst. Da bin ich total entspannt und wenn du das tust, werden wir das in der Sendung feiern und wieder auf dich verweisen. Deal? Aber hallo. Da konnte ich nur Ja sagen. Und ich muss gestehen, ich liebe seinen Humor. Er ist brillant.
Ich finde das ganz toll. Ich finde ihn ganz toll. So ein Stehauf-Männchen, mein Gott, das muss erstmal einer nachmachen. Ich freue mich also heute, euch den Oliver Brendel vorstellen zu können, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Abonniert seinen Kanal, haut ihn mit Likes voll, Kommentare und so weiter, alles was dazu gehört. Ich danke euch und jetzt schauen wir mal in eine Folge rein, die ich mir ausgesucht habe. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ciao und schönen Sonntag. Liebe Fuzis und Fuzinnen, heute möchte ich mal etwas Besonderes versuchen. Nicht nur, dass ich in eine andere Kamera spreche. Egal, aber je nachdem, wie es euch gefällt, machen wir das ab jetzt vielleicht öfter. Also schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Und zwar machen wir heute eine internationale Presseschau. Was sagen die internationalen Medien über Putins Schurkenrede von letzter Woche? Ihr wisst ja, dass ich überhaupt nicht an neutrale und objektive Medien glaube. Heute weniger denn je. Und ich tummel mich ja seit bald 30 Jahren in diesem Business. Alle Medien sind Institutionen, hinter denen Geldgeber stecken, mit einer speziellen Agenda und einer politischen Ausrichtung. Und hinter jedem geschriebenen Wort steckt ein Mensch mit einer eigenen Meinung, ebenfalls einer speziellen Prägung und seinen individuellen Vorurteilen. Laberababer, komm jetzt mal zum Punkt, Brendel. Ich wäre Weihnachten echt gerne zu Hause. Aber wie kommen wir dann an objektive, sachliche und neutrale Informationen? Wie kommen wir der Wahrheit zumindest nahe? Und hier denke ich wiederum, dass es wie immer eigentlich nur eine Lösung gibt. Wir sind selbst dafür verantwortlich. Wir müssen unsere eigene Urteilskraft durch Reisen, Bildung und Reflexion schärfen. Wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen und vor allem müssen wir unbedingt verinnerlichen, dass alle Medien weltweit nun mal sind, wie sie sind. Und dass die deutsche Sicht auf die Welt nicht die einzige und die automatisch richtige ist. Ich persönlich aber denke, dass man eventuell einen Einblick bekommt, indem man möglichst viele Medien weltweit konsumiert. Und genau das wollen wir heute tun. Legen wir los. Na endlich. Als Thema haben wir uns die schändliche Rede ausgesucht, die Putin letzte Woche in Russland gehalten hat. Blicken wir erstmal auf den neutralen und objektiven Beitrag des Spiegels dazu. Unter der liebevollen Überschrift Putins verquere Wahrheiten berichtet der Spiegel unter anderem Folgendes. Man wisse mit Sicherheit, dass einige Leute in Washington über die Möglichkeit nachdächten, ihre Atomwaffen zu testen, behauptete Putin. Belege dafür nannte er nicht. Interessant dazu ist immer den Antispiegel zu konsultieren, der, und das wird Sie jetzt überraschen, zumeist eine andere Meinung als der Spiegel vertritt. Was ist denn der Antispiegel, um Gottes Willen? Den betreibt ein eindeutig pro-russischer deutscher Journalist, der russisch spricht und in Russland lebt. Der Antispiegel schreibt zu der Bemerkung Putins, Putin braucht gar keine Belege dafür zu nennen, dass es in Washington Leute gibt, die die Atomwaffentests wieder aufnehmen wollen. Das tun amerikanische Medien nämlich seit Jahren. Und dann wird auf einen Artikel der Washington Post aus dem Jahre 2020 verwiesen. Putin hat in seiner Rede davon gesprochen, dass in Kiew ein Nazi-Regime regieren würde. Dazu schreibt der Spiegel, von Neonazis in der ukrainischen Führung kann keinerlei Rede sein. Präsident Volodymyr Zelensky hat jüdische Wurzeln. Der Antispiegel ist hier anderer Meinung und schreibt, ob Zelensky jüdische Wurzeln hat, ist vollkommen unwichtig. Das zentrale Element des Nazismus ist nicht der Antisemitismus, sondern die Lehre, dass das eigene Volk über anderen Völkern steht.
Bei den ukrainischen Nazis sind das in erster Linie Russen. Putin hat in seiner Rede gesagt, dass alles getan worden ist, um den Ukraine-Konflikt friedlich zu lösen. Dazu schreibt der Spiegel, die Ukraine hat nach 2014 jahrelang vergeblich mit Russland über die Umsetzungen des Waffenstillstandsabkommens von Minsk verhandelt. Der Antispiegel schreibt dazu, davon, dass Kiew über das Abkommen verhandelt habe, kann keine Rede sein. Kiew hat das Abkommen unterschrieben und sich dann geweigert, auch nur einen einzigen der vereinbarten Punkte umzusetzen. Außerdem haben auch Merkel und Hollande inzwischen bestätigt, dass nie geplant war, das Minsker Abkommen wirklich umzusetzen, sondern man wollte nur Zeit gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Okay, jetzt haben wir quasi eine deutsche und eine russische Stimme gehört, aber was haben denn andere Länder geschrieben? Naja, erst müssen wir schon aussagen, was die deutsche Bild-Zeitung meint. Hä? Wen interessiert denn schon die Bild? Alle. Die Bild ist und bleibt die größte Tageszeitung des Landes. Niemand erreicht so viele Menschen, niemand kann die öffentliche Meinung so stark beeinflussen wie die Bild. Kennst du nicht die Doku Bild macht Deutschland? Nomen est omen. Welches Pronomen? Ach, vergiss es. Auf jeden Fall titelt die Bild, Putin offenbart seine größte Angst und schreibt dann respektvoll, Wie üblich hielt Putin eine Hetz- und Propagandarede, langweilte das Publikum mit Statistiken über die vermeintlich stabile russische Wirtschaft und versprach, das Land in eine bessere Zukunft zu führen. Bis kurz vor Schluss. Dann der Paukenschlag. Der Kreml-Diktator kündigte an, dass Putin seine Teilnahme am Atomabrüstungsabkommen New Start auf Eis legt. Mehr noch, Russland müsse bereit sein, die Atomwaffentests wieder aufzunehmen, aber erst, wenn die USA dies tun. Putins größte Angst ist, den Krieg gegen die Ukraine zu verlieren. Deswegen droht er damit, wieder Tests mit Atomwaffen durchzuführen, um die USA dazu zu bringen, die Ukraine nicht mehr zu unterstützen. Insgesamt ist die Bild aber der Meinung, dass man diese Drohung nicht ernst nehmen muss. Na Gott sei Dank. Was bedeutet denn... Oder was bedeuten denn solche Atomtests eigentlich für die Umwelt? Naja, auf jeden Fall keine strahlende Zukunft. Oder eine überstrahlte. Ja, oder eine überstrahlte. Aber jetzt wirklich ins Ausland. Wie ist der Tenor in den amerikanischen Zeitschriften? Es geht dort natürlich sehr viel um Russlands Ausstieg aus dem New Start, Atomwaffen-Dingsbums-Programm, was nichts anderes bedeutet, als dass jetzt wieder eine massive atomare Aufrüstung droht. Wie damals im Kalten Krieg in den 80er Jahren. Die amerikanischen Medien sind allgemein eher auf Kriegskurs. Selbst konservative Zeitungen wie die New York Post meinen, dass man es den Russen zeigen müsse. In den Kommentaren unter den Publikationen gibt es aber auch mal kritische Stimmen und den Wunsch, das Geld, das in die Ukraine geht, doch lieber im eigenen Land aufzuwenden. Ansonsten wirft man Putin Lügen vor und dementiert, dass man wieder Atomwaffen testen möchte. Die Chinesen haben nicht so viel über die Rede an sich berichtet, dafür aber über die Reise von Außenminister Wang Yi nach Moskau. Die Freundschaft von China und Russland sei felsenfest. China möchte gerne die Vermittlerrolle in Verhandlungen übernehmen. Der Oberhäuptling Xi kommt bald nach Moskau. China Daily geht auf Putins Aussage ein, dass es ja absurdes Theater wäre, dass Amerika darauf besteht, an dem Abrüstungsprogramm New Start festzuhalten, da es momentan ja völlig ausgeschlossen wäre, dass russische Militärexperten nach Amerika reisen und deren Atomwaffenbestände überprüfen und zählen und umgekehrt. Al Jazeera aus Katar zitiert Putins Aussage, dass der Westen den Geist aus der Flasche gelassen hätte und spricht vom Wunsch der USA, die ganze Welt zu regieren und zu bevormunden. Man merkt in der arabischen Welt schon am Ton, dass ein dem Westen trotzendes Russland auf große Zustimmung und Verständnis stößt. Die Araber kennen nur zu gut, wie es ist, in der Rolle des globalen Bösewichts zu sein, denn sie hatten diese Position vor Russland inne. In
Ungarn ist Putins Rede nicht so präsent. Man ist mehr mit sich selbst beschäftigt, mit der immensen Inflation und den Problemen, die durch die Sanktionen gegen Russland in Ungarn ausgelöst wurden. Hast du gewusst, dass Orbán in einer Rede seinen Bürgern gesagt hat, was die Sanktionen gegen Russland die ungarischen Steuerzahler bisher gekostet haben? Sehe ich aus wie Jesus, wächst mir Gras aus den Taschen? Ein einfaches Nein hätte mir eigentlich genügt. Nein. Maiga Hirlap schreibt: Laut Wladimir Putin, der seine jährliche Rede im Kostini-Dvor in Moskau hielt, finden in der Welt unumkehrbare Veränderungen statt. Der russische Präsident betonte, Moskau wolle Frieden, aber die Vereinigten Staaten wollten Expansion. Niemand hat so viele Militärstützpunkte wie Amerika. Der ganze Planet ist voll davon. Er heißt nicht Michael, es ist Maria. Scheißegal. Gehen wir in die Ukraine. Dort finden wir sehr viel Schmähkritik zu Putin. Wie überraschend. Bitte etwas mehr Ernsthaftigkeit, mein Fräulein. Ich leiste hier ernsthafte journalistische Arbeit heute. Ja, dann buchstabier doch mal journalistisch. Also es fängt auf jeden Fall mit J an. Sehr gut, Brennelchen. Und wie geht's weiter? Also, in der Ukraine finden wir zum Beispiel in der Nachrichtenagentur Unian folgende Aussagen. Mikhail Podolyak, Berater des Leiters des Büros des Präsidenten, machte sich über die heutige Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig. Wie Podolyak auf seinem Twitter-Account betonte, interessierten die Geschichten des Präsidenten der Russischen Föderation über Nazis, Marsmenschen und Hinweise auf die Verschwörungstheorien gegen Russland niemand mehr. Putin zeigt in seiner Rede nur seine eigene Verwirrung und Belanglosigkeit. Außerdem habe ich in der Ukraine eine tolle Sache gefunden. Putin wird nämlich bald sterben. Denn auch bei der Nachrichtenagentur Unian hat der Astrologe Vlad Roth eine genaue Prognose abgegeben. Bereits im Sommer 2023 könnte der Diktator ermordet werden. Der Astrologe Vlad Roth, ein hübsches Kerlchen, über die Gesundheit des russischen Diktators Wladimir Putin. Ihm zufolge könnte der Präsident der Russischen Föderation im Sommer sterben. Und höchstwahrscheinlich werden Sie ihm dabei helfen. Sie? Wahrscheinlich ein gewaltsamer Tod. Im Sommer werden Mars und der schwarze Mond sein Todeshaus betreten. Mars vergiftet und Lilith ist eine Schusswaffe. Daher wird er nicht bis Ende 2023 leben. Auch in der Nähe der Sonnenfinsternis vom 20. April bis zum 5. Mai, am Tag von Hitlers Tod, kann auch dieser Diktator sterben, sagte Ross in einem Kommentar gegenüber Unian. Ui, das ist aber mal Journalismus mit ganz feinem Florett. Kannst du diesen Astrologen denn nicht mal interviewen? Was soll ich ihn denn fragen? Was weiß ich, vielleicht ob du jemals richtig gendern lernst oder bei Tinder mal endlich die Frau fürs Leben findest oder sowas. Was für ein Blödsinn. Innen. Blödsinninnen. Im Iran zitiert Hamshari Putins Aussagen, dass man Russland unmöglich im Feld besiegen könne und dass das ukrainische Volk zu Geiseln des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren geworden sei. Und in der Türkei zitiert die Hürriyet Putin wie folgt. Putin erklärte, dass Russland seine Interessen und seine Position weiterhin schützen werde und sagte, die Vereinigten Staaten sind einseitig aus dem Abkommen ausgetreten. Sie haben den Krieg begonnen und wir mussten ihn mit Gewalt beenden, behauptete der russische Führer. Naja.
Was, naja? Also so richtig noch neutral warst du heute aber auch nicht. Wie auch? Ich bin ja auch nur ein Menschlein. Wenn auch nahezu ein perfektes. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass immer zwei Sichtweisen erlaubt sind und dass keine Seite weiterkommt, wenn sie nur auf ihrer Sichtweise beharrt. Na gut, wir werden ja sehen, was die Fuzzis in die Kommentare schreiben und ob du deine internationale Presseshow nochmal machen darfst. Okay? Ja, überlassen wir es den Fuzzis. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr sowas öfter oder lieber anderen Spöckes? Und bis dahin vergesst nie, alle Menschen wollen dasselbe. Fressen? Brendel. Was? Musst du unbedingt fressen und saufen sagen, das klingt voll prollig. Was soll ich denn dann sagen? Vielleicht irgendwas mit Frieden wäre aktuell wirklich recht angebracht. Okay, also liebe Fuzzis, vergesst nie, alle Menschen wollen dasselbe. Frieden, kuscheln, Liebe machen. Bei 5000 Followern schreibe ich Annalena Baerbock einen Liebesbrief.